tot für eure Haut, gar nicht gut. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird es um das Thema gehen, was, glaube ich, ziemlich viele von euch beschäftigt und mich auch schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Denn um das Thema unreine Haut, Akne, Pickel und was man so dagegen tun kann. Kurz zu Anfang des Videos. Ihr solltet auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dranbleiben, denn es wird eine riesige Verlosung geben und da kriegt ihr dann auch die Möglichkeit, viele Produkte mit selbst zu testen. Vor einiger Zeit hatte ich in einem Video nämlich mal gefragt, ob ihr irgendwie Bock hättet auf so ein Full-Face-Make-up. Das hatte ich ja bereits abgedreht und ich hatte auch gefragt, ob ihr irgendwie mal Reinigungen und Pflege von mir sehen wollt gegen unreine Haut. Das Ganze drehe ich heute ab und ich will euch natürlich auch noch auf ein kleines bzw. auf ein ziemlich, ziemlich fettes Experiment mit einladen und euch Bescheid geben, dass es startet. Bevor ich euch dieses Experiment aber vorstellen werde, will ich nämlich nochmal ganz kurz was zu meiner Geschichte erzählen. Die mich schon länger verfolgen, die wissen es, aber ich weiß nie, wie viele von euch mich schon länger kennen und wie viele nicht. Auf jeden Fall habe ich schon seit vielen, vielen Jahren mit unreiner Haut zu kämpfen und probiere immer wieder neue Sachen aus, beziehungsweise ist da wahrscheinlich auch der Schlüssel, dass ich mal konstant bei einer Sache bleiben sollte. Auf jeden Fall ist meine Haut momentan im Zustand, wo ich sage, ist besser, ist nicht so katastrophal, könnte aber noch viel, viel besser werden und ich bin momentan auf jeden Fall nicht zufrieden. Ich blende euch mal ein, wie meine Haut momentan aussieht. Und zwar habe ich ja schon auf der Backe eher meine Unreinheiten, im Kinnbereich auch immer mal wieder, das ist in letzter Zeit wieder mehr geworden und im Stirnbereich bin ich zum Glück sehr verschont, das ist auch viel, viel besser geworden, seitdem ich keinen Pony mehr habe. Wie ihr seht, ist meine Haut also auf gar keinen Fall momentan irgendwie rein, sie ist noch relativ unrein und ich benutze dagegen schon seit einigen Monaten das La Roche-Posay Eva Klar Waschgel und das Duo Plus. Mein Problem ist allerdings, dass ich persönlich nicht so konstant bin. Vielleicht kennt ihr das, man ist irgendwie zu faul, dann abends kommt so spät nach Hause und dann vergisst man die Hälfte der Schritte, macht nur noch einen Schritt oder macht teilweise sogar gar nichts. Also man schminkt sich gar nicht ab. Tot für eure Haut, gar nicht gut. Das solltet ihr mir auf gar keinen Fall nachmachen. Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig, eine richtige Abschminkroutine bzw. eine Pflege, eine Reinigungsroutine bei unreiner Haut zu haben. Das ist auch genau der Grund, warum ich euch zu diesem mega zweimonatigen Experiment einlade. Denn ihr kennt es ja, Werbung versus Realität und wie viele Pickelprodukte versprechen, dass man von heute auf morgen mega reine Haut hat, am besten wie so ein Babypopöchen. Wenn man aber kurz darüber nachdenkt, bzw. eins dieser Versprechen mal so, also sich darauf gestützt hat, dann weiß man ja schon, ey Leute, verarscht mich doch nicht. Das funktioniert doch niemals. La Roche-Posay hat ebenfalls ein Werbeversprechen. Denn man sollte die Produkte langfristig verwenden, aus der gleichen Pflegeserie und dann nach 2 Monaten wird man ein deutlich bemerkbares verbessertes Hautbild sehen. Und genau dieses Werbeversprechen werden wir jetzt testen. Knallhart. 2 Monate lang. Denn ich glaube, es interessiert euch auf jeden Fall. Wie oft kriegt man in der Werbung gesagt, hey, ihr müsst die komplette Pflegeserie benutzen und das dann langfristig. Und das will ich jetzt ganz konstant machen. Denn ab heute werde ich jeden Morgen und jeden Abend die gleiche Pflegeroutine und Reinigungsroutine machen. Und genau diese werde ich euch jetzt mal vorstellen. Bevor ich euch jetzt aber die einzelnen Schritte erkläre, die euch wirklich in euer Gedächtnis einbrennen solltet, wenn ihr langfristig vorbeugend reine Haut haben wollt, will ich noch ganz kurz sagen, dass ihr diese 2 Monate mitbegleiten könnt. Ihr könnt es auf meinen Social-Media-Kanälen machen, vor allen Dingen auch auf Snapchat, Instagram, dort werde ich immer mal wieder einen kleinen Text posten. Ich heiße überall Sophia Beauty Café oder auch auf meinem Zweitkanal, das ist ganz, ganz wichtig, denn dort wird es jede 2 Wochen Updates zu meiner Haut geben, wo ich sie euch wirklich komplett ungeschminkt zeigen werde, so wie heute in diesem Video auch. Und ihr werdet dann jede 2 Wochen sehen, ob sich meine Haut verbessert und wie sich das momentan so anfühlt. Da könnt ihr nämlich dann ganz genau gucken, ob es was bringt oder nicht. Mein Zweitkanal heißt Sophia Del Mar. Der Link einmal hier oben seht ihr das und dann unten nochmal in der Infobox. Auf jeden Fall reinklicken und abonnieren und dann verpasst ihr kein Update. Was muss man also für reine Haut tun? Es gibt 3 Schritte und zwar pflegen, klären und reinigen. Und diese 3 Schritte werden jetzt fest verankert in meiner Routine. Zum Pflegen benutze ich jetzt das Waschgel von La Roche-Posay, das Eva Klar Waschgel. Ihr solltet eine kleine Menge, also euer Gesicht anfeuchten, eine kleine Menge auf die Hand auftragen, das Ganze dann schön ins Gesicht einmassieren und danach wieder runterspülen. Das Tolle daran ist, ihr könnt euch damit auch abschminken. Also sagt Abschminktücher den Kampf an, denn Abschminktücher sind sowieso absolut nicht gut für eure Haut.
Das zweite Schritt ist dann das Klären. Und zwar benutze ich dieses porenverfeinernde Gesichtswasser. Und da bin ich ja ganz, ganz besonders gespannt, wie das so sein wird, denn da steht porenverfeinernd. Und ich persönlich habe auf der Nase leider ziemlich deutliche Poren, also man sieht die wirklich. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das dann verhalten wird. Also das Ganze einfach aufs Wattepad auftragen und dann das ganze Gesicht, also die Reste nach dem Waschgel sozusagen nochmal entfernen. Und dann seid ihr mit dem Klären an sich auch schon fertig. Dann gibt es zwei verschiedene Schritte, die sich einmal in morgens und in abends aufteilen. Und ich fange am besten erstmal mit dem Abend an. Denn am Abend benutze ich dann das Eva Klar Duo Plus, was ich ja auch schon seit Jahren und Jahren besitze. Und zwar da wirklich einfach eine kleine Menge auftragen, aufs ganze Gesicht eincremen, das Ganze einziehen lassen. Und das ist dann auch der letzte Schritt, womit ihr dann sozusagen die ganze Haut pflegt und effektiv gegen die Unreinheiten im Gesicht ankämpft. Nun ist aber noch ein neues Produkt raus, was ich jetzt morgens immer verwenden werde. Und ich finde es mega geiles Produkt. Als ich das gehört habe, dachte ich nur so, oh Gott, das hat gefehlt. So eine Sache, die ich nie ausgesprochen habe, aber es hat gefehlt. Denn ich glaube, sehr, sehr viele von euch benutzen wahrscheinlich getönte Tagescreme. Man hat unreine Haut, man hat nicht Bock, jeden Tag sich zu schminken. So geht es mir auch so. Ich habe einfach nicht Bock, mir jedes Mal 3 Kilo Make-up ins Gesicht zu klatschen, ja. Sondern ich will, dass es schnell geht und trotzdem effektiv ist. Und genau aus diesem Grund hat sich La Roche-Posay gedacht, wir kreieren eine getönte Tagespflege, die dem Duo Plus sozusagen, also das Pendant zum Duo Plus, aber in getönter Form. Das gibt es einmal in hell und einmal in dunkel und es ist richtig, richtig cool. Also es ist einfach eine getönte Tagescreme und deswegen kann man sozusagen Gesicht gleichzeitig pflegen. Und das tragt ihr genauso wie das Duo Plus auch als dritten Schritt, also als Pflegeschritt auf eurer Haut auf. Und dann habt ihr einfach so ein bisschen gedeckteres Ergebnis, aber trotzdem ist es nicht so schwer wie ein Make-up. Und ich muss sagen, das fehlt mir bei ganz, ganz vielen Tagescremen, dass die auch wirklich effektiv noch gleichzeitig die unreine Haut bekämpfen und nicht nur abdecken, sondern halt wirklich auch noch einen Schritt gegen die unreine Haut sind. Diese 3 Schritte werde ich nun also morgens und abends anwenden und jeden verdammten Tag. Ich sage es euch, jeden verdammten Tag, denn ich will euch ja diese 2 Monate mitnehmen und diese Updates, wie bereits gesagt, auf meinem Zweitkanal oder auf den Social Media Sachen. Alle Links unten in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall rein, denn ich glaube, es ist super interessant und am Ende dieses Experiments werde ich euch dann natürlich nochmal das komplette Endergebnis mit den Fotos, mit den Videos, alles wirklich in zeitlicher Reihenfolge hier nochmal präsentieren. Wenn ihr mehr Infos zu den einzelnen Schritten haben wollt, dann schaut doch gerne unten nochmal in die Infobox. Dort verlinke ich euch die Eva Klar La Roche-Posay Seite. Dort gibt es nochmal die einzelnen Anwendungsvideos, die ich mit La Roche-Posay zusammen gedreht habe. Aber die könnt ihr euch dort nochmal komplett anschauen oder auch sehr gerne nochmal Infos, die euch eine Dermatologin dort gibt. Dort könnt ihr ganz, ganz viele Fragen zum Thema unreine Haut beantwortet kriegen. Nun aber zur Verlosung und zu der Möglichkeit, wie ihr die Produkte mittesten könnt. Insgesamt werden 10 Sets verlost. Und zwar ist in jedem dieser Sets einmal dieses Päckchen mit dabei. Und zwar da ist das Eva Klar Waschgel drin und dann noch das Eva Klar Duo Plus. Dann gibt es zusätzlich in 5 Sets einmal das Unifion Hell und dann auch noch das Unifion Dunkel. Also 5-mal hell und 5-mal dunkel. Und wie ihr das Ganze gewinnen könnt, das geht wirklich super einfach. Und zwar solltet ihr auf jeden Fall Abonnent des Kanals sein und gerne einen Daumen nach oben geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und in die Kommentare schreibt ihr dann einfach, warum ihr so ein Set gewinnen wollt und ob ihr eher der helle oder der dunklere Hauttyp seid. Das Gewinnspiel geht 2 Wochen, also bis zum 15. September. Und ich werde dann sozusagen eure Kommentare beantworten und dann bekannt geben, wer gewonnen hat, also welche 10 Personen gewonnen hat. Und eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, ihr solltet auf jeden Fall bitte über 18 sein. Das ist eine Richtlinie, die von YouTube gegeben wird und aus diesem Grund bitte über 18 sein. Wenn ihr jünger seid und mitmachen wollt, dann fragt doch bitte, bitte eure Eltern, ob die sich schnell mit ihrem Account hier anmelden und unten mitmachen. Denn ich glaube, es ist eine coole Sache, bei so einer Verlosung zu gewinnen und denkt dran, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, hier ein Set zu gewinnen. Ich hoffe, dass wirklich super viele genauso neugierig sind wie ich, wie diese 2 Monate verlaufen werden. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, nehmt euch gerne Zeit, um alle eure Infos rauszusuchen, unten in den Links und so weiter und so fort. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder auch gerne ein Abo. Und ja, ich wünsche euch wirklich noch einen wunderschönen Tag. Hier in der Endcard verlinke ich euch einfach nur meinen 2. Kanal. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.